Wunderschönen guten Abend am 13. Juli 2015. Hier spricht Admiral Markets, hier spricht Berlin. Jens Schanowski, ich grüße Sie zu unserem allerneuesten Webinar, der neuesten Webinarreihe, im Juni gestartet. Offene Sprechstunde, offene Trading-Sprechstunde, Jourfix, jeden Montagabend 19 Uhr, nur Ihre Fragen. Mal brauchen wir vielleicht eine ganze Stunde, mal vielleicht nach 20 Minuten sind wir fertig. Was auch immer, Jourfix, wenn Sie möchten, alle Ihre Fragen rund um Forex, CFDs, Admiral Markets, den MetaTrader und so weiter und so fort. Montags können Sie stellen, mit dem großen Vorteil im Webinar, live am Bildschirm Ihre Antwort zu bekommen. So auch heute, wir legen direkt los. Ich fange an, Titel und Willkommen muss ich vielleicht nicht nochmal sagen. Sie sehen es direkt auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn Sie das erste Mal dabei sind, aber bei uns geht es immer um Forex und CFDs, das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten, egal ob Sie Optionsscheine, Futures, Hebelzertifikate, was auch immer traden, ist es das Gleiche. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Sie auf der falschen Seite sind, leider aber auch die Verluste. Deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen Sie komplett den Warnhinweis mal zum Beispiel hier auf der Webseite einmal durch. Und Execution only, nichts, was Sie bei uns sehen und hören, bitte als Anlageberatung missverstehen wollen. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie jede Trading-Entscheidung vollkommen selbsttätig und autark treffen. Bei uns immer nur allgemeine Erläuterungen, subjektiver Marktausblick, niemals bitte als Anlageberatung etwas bei uns missverstehen. Ihr Moderator Jens Schanowski, das bin ich. Auch ein Foto im Hintergrund der Potsdamer Platz. Direkt dort ist das Kundenservicebüro. Wenn Sie mal in Berlin sind und uns besuchen möchten, ist das gerne möglich. Bitte aber mit Terminvereinbarung. Wir sind keine laufende Bankfiliale, wo Sie einfach so vorbeikommen können. Aber mit Termin, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, etwas erläutert bekommen möchten oder was auch immer, ist es auch gerne möglich. Dafür dann uns bitte kurz kontaktieren. Ja, und wenn Sie später Fragen haben, der generelle Kundenservice natürlich über die Berliner Telefonnummer 030-2574-1955, börsentäglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar, rund um die Uhr per E-Mail oder nutzen Sie unsere anderen Kanäle wie Facebook oder YouTube. Ja, dieses Webinar lebt mit Ihnen. Das heißt, ich fordere Sie auf, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Bitte allgemeine Fragen, keine Analysen. Das ist halt dienstags um 15 Uhr zum Beispiel mit Jochen Schmidt möglich oder Montag, Mittwoch, Freitag, 8.30 Uhr, guten Morgen DAX. Hier geht es um allgemeine Erläuterungen. Was ist ein Gap? Wie sieht es mit der Steuer aus? Wie kann ich im MT4 das und das einstellen? Solche Fragen, dafür sind wir heute da. Es hat sich bewährt in den letzten Wochen, dass ein erstes Thema ich vorgebe, um ein bisschen warm zu werden, einige Minuten zu erzählen, was vielleicht in der letzten Woche am meisten im Kundenservice gefragt wurde. Und dann hoffe ich, hat die Zeit es erlaubt, dass Sie Ihre Fragen haben und wir jetzt ganz viele Fragen live im Webinar beantworten. Wenn Sie das erste Mal noch dabei sind, Sie haben live im Webinar so einen Question-Chat, so einen Frage- und Antwortbereich, dort mit Ihrer Tastatur Ihr Anliegen hineinschreiben. Ich lese es dann laut vor, wenn es für alle relevant ist und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Ja, Thema letzte Woche war ganz, ganz viel Gaps. Orderausführungen bei Gaps. Was ist überhaupt ein Gap? Was muss ich da beachten? Und auch heute. Es ist nicht ein wirkliches klassisches Gap, aber in dem Zusammenhang prominent heute auch nochmal zu erwähnen. GodmoTrader, eine der offenen Webseiten, die Sie natürlich besuchen können, eine unserer Lieblingswebseiten. Also, es ist kein wirkliches Gap, aber man könnte es ein bisschen gewollt auch so ausdrücken, dass heute Morgen so gegen 8.30 Uhr, 8.40 Uhr in einer Minute, also nicht ganz schnell ein Sprung, kein schneller Gap, aber in einer Minute der Markt doch nochmal so 50 oder 100 Punkte plus gemacht hat, weil es eine Entscheidung in der Griechenland-Frage gab. Und wenn Sie zu dem Zeitpunkt eine offene Order hatten und nicht so schnell reagieren konnten und zum Beispiel Short waren, was nicht zu wenige waren, viele haben auch spekuliert, es gibt keine Einigung und es gibt ein Brexit vielleicht oder anderes mehr, konnten Sie halt auf der falschen Seite vom Markt erwischt werden und vielleicht nicht so schnell reagieren, Ihr Stop-Loss nachschieben oder was auch immer. Was passiert also bei einem Gap? Und wir schauen uns das mal genauer an, indem wir uns die Plattform, den MT4 aufrufen und ich muss mal ein bisschen schieben. Ich habe schon so eigentlich, dass immer der aktuelle Kurs zu sehen ist. Und das kann ich über die Einstellung mit der rechten Maus natürlich auch ändern. Und dann gehe ich mal ein bisschen zurück in die Historie, dass ich heute 8.30 Uhr deutscher Zeit ein bisschen anschauen kann. Also vielleicht waren es ein bisschen mehr als eine Minute, aber Sie haben es gesehen hier. Ja, relativ schnell die Bewegung. Wenn Sie nicht um 8.30 Uhr vor dem Bildschirm sitzen konnten, weil Sie zum Beispiel
im Büro waren und nicht immer jede Minute auf dem Bildschirm gucken konnten und sie vielleicht short gewesen wären, konnten sie in 1, 2, 3, 4 Minuten relativ schnell auf der falschen Seite gewesen sein. Kein klassisches Gap. Klassisches Gap ist halt eher das von Freitagabend auf Montag. Auch da ging es dann erstmal ein bisschen runter, bevor es dann wieder nach oben ging. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Machen wir mal das klassische Gap als Beispiel. Also angenommen, Sie waren long und haben einen Stop-Loss hier auf diesem Niveau gesetzt. Am Montag, Sie waren übers Wochenende bei offenen Positionen mit dabei, gab es den ersten Kurs da. Wo wird Stop-Loss ausgeführt, wenn hier Ihr Stop-Loss-Limit war? Nicht bei diesem Limit, sondern zum nächsten verfügbaren Kurs. Und wenn der Markt springt, das ist ja die deutsche Übersetzung für ein Gap, ist der nächste verfügbare Kurs hier. Also auch mal einige Punkte entfernt von Ihrem Limit. Gaps gibt es klassischerweise, wenn der Markt geschlossen ist, wie zum Beispiel über das Wochenende oder im DAX, wo nicht rund um die Uhr gehandelt wird, auch 22 Uhr Schluss und 8 Uhr geht es wieder los, also über Nacht kann es ein Gap geben. Gap kann, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, zu Ihrem Ungunst natürlich sein. Selbst wenn Sie einen Stop-Loss gesetzt haben, weil, wenn der Markt geschlossen ist oder er springt, durchschießt, der nächste verfügbare Kurs auch weiter weg sein kann. Ein Stop-Loss ist keine Garantie, sondern nur eine Begrenzung. Garantie und Begrenzung ist nicht das Gleiche. Die Begrenzung begrenzt Ihr Risiko, ist aber keine fixe Garantie, sondern der nächste verfügbare Kurs beim Stop-Loss ist Ihrer. Bei geöffneten Märkten oder wenn der Markt nicht ganz so nervös oder volatil ist, ist es meistens identisch oder fast identisch. In durchschießenden Märkten oder volatilen Märkten, was seit Griechenland fast jeder Tag im DAX zum Beispiel ist, kann es auch mal weiter weg sein. Gab einige Rückfragen diesbezüglich, weil es letzte Woche sehr, sehr viele Gaps gab. Wenn wir mal auf Tagesbasis im DAX zum Beispiel springen, kann man es, glaube ich, auch ganz, ganz schön sehen. Na, ich klicke mal wieder mit der rechten Maus und gehe auf Autoscrollen. Das macht es ein bisschen einfacher und mache mal den Chart ein bisschen größer. Hier kann man es relativ deutlich sehen, denke ich mal. Große Gaps letzte Woche, weil ja, Griechenland war in aller Munde, war das große Thema. Da gab es ganz, ganz viele Gaps. Mal vielleicht zu Ihren Gunsten, mal zu Ihren Ungunsten, ist es nochmal ein erhöhtes Risiko, ein allgemeines Marktrisiko, was man nicht ausschließen kann. Wenn Sie traden, sollen Sie auch immer berücksichtigen, dass Gaps vorkommen können, insbesondere wenn der Markt geschlossen ist. Deswegen gibt es auch viele Trader, Intraday-Trader, die sagen, grundsätzlich nicht über Nacht halten, wenn der Markt zu ist oder auch niemals übers Wochenende halten. Sie können das. Ihnen muss aber bewusst sein bei Ihrem Trade-Management, wenn Sie über Nacht halten, wenn der Markt geschlossen ist oder übers Wochenende, dass es ein nochmals erhöhtes Risiko ist. Das war mein Anliegen, was in der letzten Woche relativ stark gefragt wurde im Kundenservice. Und ja, wenn Sie Rückfragen dazu haben oder etwas genauer erläutert bekommen möchten, nur zu. Und jetzt schaue ich gerne mal, was in den letzten Minuten so an Fragen gekommen sind. Gibt es eine Möglichkeit, im MetaTrader 4 einen Alarm mittels der horizontalen Linie zu setzen, ist eine erste Frage. Vielen Dank dafür. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Alarm zu setzen. Wir haben ja nicht nur den normalen Basis MetaTrader 4 bei Admiral Markets, sondern auch das Tuning für den MetaTrader 4. Es gibt also zwei Möglichkeiten, einen Alarm zu setzen. Erste Möglichkeit bei jedem MT4 mit dabei, wenn Sie im unteren Fenster Terminal auf Alarme gehen, auf den Tab und dann in diesem Fenster mit der rechten Maus klicken, haben Sie die Möglichkeit, einen Alarm zu stellen. Soundalarm oder ja, Notifikation, Pop-up, was auch immer Sie möchten. Da geben Sie halt einen Alarm an, Symbol, beim Bit- oder Ask-Kurs soll es ausgelöst werden und manchmal schwanken die Kurse ja auch, soll es einmal ausgelöst werden oder auch mehrfach, wenn der Markt immer mal hoch und runter darum geht. Das können Sie alles hier einstellen, aber es wird keine Linie dazu gezeichnet. Kleiner Trick vielleicht, Sie können ja einfach zwei Features gleichzeitig setzen. Also erst einmal hier den Alarm setzen und wenn der gesetzt ist, als zweites einfach auf das gewünschte Level, auf das Niveau, was Sie gesetzt haben, als zweites getrennte Feature halt die Linie setzen. Sind nicht verbunden, nicht gekoppelt, aber über einen kleinen Trick ist ja das Gewünschte erreicht.
lösche ich wieder, markieren, rechte Maus und löschen. Zweite Möglichkeit, wenn Sie unser Tuning nutzen und wenn Sie uns vielleicht heute das erste Mal anschauen, Tuning für den MetaTrader 4 sind halt über 60 zusätzliche sinnvolle Features, die den MT4 stark ergänzen und erweitern. Dort im Tuning, wenn Sie das installiert haben, kostenlos für Demo- und Live-Kunden, haben Sie auch nochmal einen Alarmmanager. Rufe ich mal auf, ich rufe mal einen nackten Chart auf, ziehe den Alarmmanager drag and drop auf den Chart und habe darüber dann die Möglichkeit, weitere Dinge einzugeben. Zum Beispiel, denke ich mal, auch alles selbsterklärend, wie viel Margin-Gebrauch ist, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte einen Alarm bekommen, wenn ich nur noch bei 120 oder 200% Margin-Auslastung bin oder wenn Positionen im Stop sind oder was auch immer, Preisalarme zum Beispiel hier einzugeben. Dann geben Sie das hier auch entsprechend ein, wie über den normalen MT4, haben aber auch hier nicht eine Linie, haben bloß mehr Möglichkeiten, was einzugeben. Zum Beispiel können Sie sagen, sofort nach dem Auslösen oder erst mit einer kleinen Zeitverzögerung oder Sie möchten verschiedene Tonsignale bekommen oder gegen Entgelt eine SMS an Ihr Mobiltelefon. Also vieles möglich, muss ich nicht alles vorlesen. Hier ist die zweite Option über unser Tuning für den MetaTrader 4. Aber eine Linie wird auch hier nicht dazu gezeichnet, auch da dann gerne zusätzlich als zweites getrennte Features manuell die Linie einzeichnen. Ich bin immer ein großer Fan vom Tuning, weil es einfach stark und sinnvoll den MetaTrader ergänzt. Die Basis-Alarmfunktion haben Sie auch im normalen MT4, aber wenn Sie die wenigen Cent für die SMS zum Beispiel zahlen möchten, geben Sie alles hier entsprechend ein und dann kriegen Sie es auf Ihr Mobiltelefon einen Preisalarm. Ist vielleicht noch ein bisschen bequemer und schöner. Sie treffen die Entscheidung, Sie wissen, wo es zu finden ist und können dann ganz frei entscheiden, was Sie haben möchten. Dankeschön für diese erste Frage eines Teilnehmers. Nächste Frage. Frage zu Steuer. Wie sieht es mit dem Freibetrag aus? Generell, wenn Sie in Deutschland steuerpflichtig sind, haben Sie ja einen sogenannten Sparerfreibetrag. Ich weiß jetzt nicht die genaue Summe, nageln Sie mich da nicht fest, aber ich glaube, es war so um die 750 Euro als Lediger und das Doppelte für Verheiratete, aber es kann auch ein bisschen anders sein. Ich habe es nicht im Kopf, aber das kann man googeln. Der Sparerfreibetrag ist ein Thema, wenn Sie bei einem Broker sind, der die Kontoführung rechtlich in Deutschland hat, weil dann wird der Broker die Versteuerung für Sie machen und kann auch den Sparerfreibetrag berücksichtigen. Admiral Markets UK, UK steht für United Kingdom, also Großbritannien mehr oder weniger, hat also die Kontoführung außerhalb Deutschlands. Diesbezüglich wird keinerlei Versteuerung von dem Broker vorgenommen und Sie versteuern sich selbst und eigenverantwortlich. Das heißt, da wir keinerlei Versteuerung vornehmen, kann auch der Sparerfreibetrag nicht direkt von vornherein berücksichtigt werden. Generell ist es so, dass Sie sich ja wahrscheinlich üblicherweise einmal im Jahr versteuern. Das heißt, Sie können im MetaTrader 4, wenn Sie bei der Kontohistorie sind, mit der rechten Maus einmal klicken und dann einen Zeitraum Ihrer Wahl aufrufen, zum Beispiel komplett seit Kontoeröffnung oder einfach vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 die Historie eingeben, die Sie haben möchten, bekommen das dann zum Download angeboten, können das auch ausdrucken und das Ihrer persönlichen Steuererklärung beilegen. Und da versteuern Sie sich dann einmal im Kalenderjahr üblicherweise mit Ihrer Steuererklärung. Und da kann auch der Sparerfreibetrag mit berücksichtigt werden, beziehungsweise es wird halt dann abgezogen von dem, was Sie versteuern müssen. Generell kann ich immer nur allgemeine Informationen geben, ganz, ganz wichtig, da wir keinerlei Steuerberatung machen dürfen. Den persönlichen Fall darf ich hier nicht besprechen, immer nur allgemein, wie eben gemacht. Konkrete Fälle, leider wird jede Bank und jeder Broker Ihnen so sagen, müssen sich immer an einen Steuerberater Ihres Vertrauens oder einen Lohnsteuerhilfeverein wenden. Immer nur allgemeine Informationen, ohne einen Sonderfall oder persönlichen Fall zu berücksichtigen. Die allgemeinen Informationen sind auch unter dem FAQ-Bereich, steht dafür Frequently Asked Questions, zu finden. Da, wie man in Deutsch schon sagt, mal drüber fliegen, ist nicht verkehrt. Vielleicht kann die eine oder andere Frage für Sie relevant sein. Heute im offenen Sprechstunde-Webinar haben Sie ja mich zur Hand. Deswegen kann ich es Ihnen zeigen, aber auch sonst, wenn Sie mal rüberfliegen möchten, über die FAQs nicht verkehrt. Hier nochmal alles, auch wie Sie die Dokumente downloaden können, schwarz auf weiß zum Nachlesen hinterlegt. Dankeschön für diese Frage.
Nächste Frage. Woran liegt es, dass bei der Verwendung des Mini-Terminals, also dieses Mini-Terminal im Tuning, der Stop-Loss nicht beliebig verschoben werden kann? Er springt immer wieder auf die ursprünglich gesetzte Marke zurück, die ihm beim Eingehen eines Trades eingestellt wurde. Das probieren wir doch mal direkt aus. Sollte eigentlich nicht der Fall sein, wenn Sie alles über den MT4 aufgegeben haben. Wo habe ich meinen DAX? Da habe ich ihn und ich gehe mal auf den Minutenchart zurück und gucke doch mal, was Sie da meinen. Also, nehmen wir einfach mal an, wir wollen 5 Kontrakte DAX traden und wir machen einfach mal einen Abstand von 30 Punkten und wir glauben, es geht noch weiter hoch, also eine Buy Order. Ist dann direkt hier als Label zu sehen und wenn ich ein bisschen scrolle, sehen Sie dann auch die Stop-Loss-Order und über das Label am besten verschieben, wenn Sie sagen, also den ursprünglichen Stop-Loss, den gesetzt haben, soll es nicht mehr sein, Sie möchten es verschieben, sollte das eigentlich möglich sein, es sei denn, Sie haben einen sogenannten Trailing-Stop mit eingegeben, weil dann ist das immer das Maßgebliche. Das heißt, hier wird es nicht funktionieren, weil der Trailing-Stop relevant ist. Wenn wir eine weitere Order aufgeben ohne Trailing-Stop, müsste es funktionieren. Das heißt, diese Order mache ich jetzt doch mal zu und mache ein zweites Beispiel direkt hinterher. So, Stop-Loss gesetzt und jetzt sollte es ohne weiteres möglich sein. Das heißt, ich würde auch vermuten, dass Sie irgendwie einen Trailing-Stop gesetzt haben oder vielleicht nicht über das Mini-Terminal aufgegeben haben, dann ist das immer das Maßgebliche. Wenn Sie alles bei Null gesetzt haben sonst, sollte das Verschieben ohne weiteres möglich sein. Wenn das nicht der Fall ist oder Sie können es nicht erkennen, dann würde ich fast ein 1-zu-1-Telefonat anbieten mit dem Kundenservice, wo wir, wenn wir es nicht mündlich klären können im Telefonat, auch mal ein Online-Meeting 1-zu-1 machen können, wenn Sie es uns erlauben, Ihren Bildschirm freigeben und wir direkt mal gucken können, woran es liegt. Meine Empfehlung, wie im Beispiel 1, extra gemacht, Trailing Stop ist drin gewesen, dann geht es nicht. Aber ansonsten, wenn das alles auf Null gesetzt ist, ist das elegante Trading via Chart möglich, also Stop-Loss verschieben, wenn Sie zum Beispiel schon im Plus sind mit 30 oder 40 Euro und sagen, hey, zu meinem Trade-Management, zu meinem Risikomanagement gehört es dazu, den Stop-Loss anzupassen, zum Beispiel über Einstiegskurs zu ziehen, komme ich nie wieder in die Gefahr, mit dieser Order ins Minus zu kommen, auch wenn der Markt dreht. Also kann nur noch im Plus schließen, nicht verkehrt, können Sie gerne mal probieren und dann einfach den Stop-Loss elegant und schnell und bequem im Chart direkt verändern. Oder auch das ist möglich, wenn Sie sagen, hey, ich will so schnell wie möglich rausgehen, bevor ich jetzt hier runtergehe, das X klicke oder, einfach den Stop-Loss über den aktuellen Kurs ziehen, dann muss das System denken, hey, mein Stop-Loss ist erreicht, wird aber nochmal hier durch das Pop-Up-Fenster bestätigt, bitte. Aber es geht relativ fix, ist mein Lieblingsweg, 10 Trader, 20 Stile, können Sie auch machen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt es immer, aber ich mache es ganz gerne, Stop-Loss über Einstiegskurs oder aktuellen Kurs ziehen. System muss denken, Stop-Loss ist erreicht und sind auch relativ schnell draußen. Auch das ein kleiner weiterer Tipp am Rande. Dankeschön für diese Frage. Gibt es eine Möglichkeit, einen Breakout mittels Trendlinie im MT4 zu handeln? Müssten Sie vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erläutern, was Sie genau meinen. Was wir hätten, wären, wenn Sie das Tuning nutzen, OCO und OCA, auch mit Breakout-Strategien. Das schauen wir uns gerne mal genauer an. Über das normale Mini-Terminal können Sie ja Buy und Sell machen, aber es gibt auch noch ein paar weitere Funktionen. Wenn Sie hier dieses orangene oder dunkelgelbe Button-Funktion klicken, öffnet sich eine neue Pop-Up-Fenster, neue Seite, wo Sie dann auch OCO-Breakout zum Beispiel aufgeben können. OCO steht für One Cancels the Other, also auch eine Breakout-Strategie. Angenommen, Sie erwarten marktbewegende News, Kurse zum Beispiel hier und Sie glauben, dass in 5 Minuten irgendwelche Zinsentscheidungen anstehen, man weiß aber nie, wird der Markt nach oben oder unten reagieren. Sie wollen von der Bewegung auf jeden Fall partizipieren. Könnten Sie, wenn Sie das so möchten, hier eine Long Order und da eine Short Order aufgeben und wenn der Markt in eine Richtung durchgeht, wird die eine Order ausgeführt, die auf der Gegenseite automatisch gelöscht. Das wäre eine Möglichkeit hierüber. Vielleicht ist es schon das, was Sie meinen. Der normale MetaTrader 4 bietet das nicht. Über das Tuning
Über das Mini-Terminal können Sie OCO-Breakout sehr gerne machen. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten oder es anders gemeint haben, dann bitte die Frage nochmal detaillierter nachstellen. Noch haben wir ja die Zeit und Gelegenheit dazu. Vielen Dank für diese erste Frage. Nächste Frage eines Teilnehmers. Kann man seine getätigten oder abgeschlossenen Trades im Chart einblenden bzw. sichtbar machen? Ja, das kann man. Zuerst müssen wir mal in die Kontohistorie gehen und wir haben ja gerade schon eine Order gemacht im DAX. Das heißt, da kann ich es relativ schön Ihnen zeigen. Ich gehe mal auf die Y-Achse, dass ich ein bisschen spreize, dass es ein bisschen schöner zu sehen ist. Und dann muss ich bloß den Trade, den ich gemacht habe, muss ich mal ein bisschen scrollen, anklicken und auf den Chart ziehen. Also Sie gehen in das Fenster Terminal, Kontohistorie, klicken die getätigte Order an, die Sie im Chart haben möchten, Drag and Drop, und dann sehen Sie es eingezeichnet. Ich hoffe, es ist deutlich zu sehen, es ist ein bisschen relativ klein jetzt, aber es sollte zu sehen sein. Das heißt, es wird verbunden. Das können Sie mit jeder Order machen, die Sie gemacht haben. Einfach Kontohistorie, entsprechend die Order anklicken und mit gedrückter linker Maustaste auf den Chart ziehen und Sie sehen Ihre getätigten Trades. Nicht Ihre Frage, aber dem Zusammenhang, was so toll ist und viele Kunden auch begeistert. Wir haben natürlich auch über das Tuning, wenn Sie Connect aufrufen. Alle Tuning-Erweiterungen sind hier im Fenster Navigator zu finden. Fangen mit Admiral an und ja, zum Beispiel Connect. Wenn Sie das aufgerufen haben, haben Sie auch die Möglichkeit, sich einen sogenannten Trade Analysis sich mal anzuschauen. Erst vor wenigen Wochen dazu bekommen, aber die Kunden lieben es und es gibt es bei keinem anderen weltweit uns bekannten Forex- und CFD-Broker im MT4, dass Sie Ihren Kontostand nach jedem getätigten Trade sehen. Kein Hexenwerk, nichts Besonderes, aber der normale MT4 liefert es nicht. Und nur wir haben es auf Kundenwunsch jetzt ermöglicht. Jedenfalls haben wir keinen anderen Broker gefunden, der das hat. Also, wenn Sie viele, viele Trades machen, kann es mal relevant so sein, dass man sieht, hey, was habe ich denn nach jedem neuen Trade für einen Kontostand? Das ist schon relativ schön hier möglich. Und Sie sehen es auch gerade, ganz, ganz viele weitere Analysemöglichkeiten, zum Beispiel, wie lange war die Order auf, wo ist der Stop-Loss gesetzt, was für ein Swap ist angefallen und vieles weitere mehr. Da haben Sie fast unbegrenzte Analysemöglichkeiten. Gucken wir mal, was noch alles möglich ist. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit zu gucken, so ganz exotische Sachen, zum Beispiel, wann haben Sie getradet und zu welchen Zeiten und wo waren Sie da am profitabelsten? Wenn Sie zum Beispiel die profitabelsten Trade zwischen 13 und 14 Uhr gemacht haben oder die unprofitabelsten, was Sie hier als Statistik sich alles aufrufen können, dann könnte das doch vielleicht bedeuten, dass Sie Ihr Trading auf diese Zeiten konzentrieren, weil Sie da einfach am erfolgreichsten waren oder vieles weitere mehr. Also fast nichts ist unmöglich, war das jetzt grammatikalisch richtig, Sie haben es hoffentlich verstanden, alles ist möglich mit diesen extrem ausgeweiteten Analysemöglichkeiten. Wenn Sie da mal Details haben möchten, haben wir da auch auf der Webseite ein bisschen mehr zu geschrieben, einfach mal das Tuning für den MT4 genauer anschauen und Sie finden alles, was Ihr Herz begehrt. Dankeschön für diese Frage und pardon, wenn ich ein bisschen auch abgeschweift bin, aber in dem Zusammenhang war es jetzt nicht ganz so weit weg. Bei einer OCO-Order muss der MetaTrader 4 laufen, ist das richtig? Ja, ein normales Stop-Loss oder ein Take-Profit liegt auch im Brokersystem vor. Das heißt, da können Sie theoretisch den MT4 zumachen und der Stop-Loss würde trotzdem immer laufend überwacht werden. Andere Order-Funktionalitäten, wie zum Beispiel OCO oder auch Trailing Stop, werden nur auf Ihrem lokalen Computer, auf dem lokalen MT4 gespeichert. Sollten Sie den MT4 ausmachen oder es kommt zu einem Verbindungsabbruch, was ja fast jeder Internetprovider auch mal ab und zu hat, leider, dann wird es nicht weiter überwacht und kann nicht ausgeführt werden. Deswegen machen einige Trader ein sogenanntes VPS-System, Virtual Private Server, wo sie ja auf einem virtuellen Server irgendwo den MT4 laufen lassen und ständig verbunden sind, eine viel höhere Ausfallsicherheit haben. Können Sie gerne machen. Ansonsten, wenn Sie es nie machen möchten, achten Sie darauf, dass ein MT4 immer verbunden ist, falls Sie OCO oder Trailing Stop Orders laufen lassen. Vielen Dank für diese Frage. Nächste Frage. Neue Gebühren. Kreditkarteneinzahlung nicht mehr kostenfrei.
Wird PayPal mal kommen? Was ist die günstigste Alternative zur Einzahlung, auch in Bezug auf Schnelligkeit? Ja, neue Gebühren ist bisher nur eine Vorankündigung. Es wird ab dem 27.07., glaube ich, aber die ganzen Daten habe ich immer nicht im Kopf, genauso wie den Freibetrag. Deswegen schauen wir mal genau an. Haben wir am 10. Juli veröffentlicht, dass es Ende des Monats, 27.07. habe ich mir doch richtig gemerkt, ein neues Preisverzeichnis geben wird. Bisher sind Kreditkarteneinzahlungen und Skrill kostenfrei bei uns. Das ist fast einzigartig. Wenn Sie sich umschauen bei anderen Brokern, ist Kreditkarteneinzahlung fast immer mit Gebühren verbunden. Da liegen die Wettbewerber so bei 1 bis 2%. Bisher war es ein großer Vorteil bei uns, Kreditkarteneinzahlung kostenlos. Da wir aber auch immer gucken müssen, was für Kosten uns entstehen, und da entstanden uns bisher auch schon immer höhere Kosten, mussten wir uns jetzt entscheiden, um halt weiterhin die besten Spreads und zum Beispiel auch das Tuning kostenfrei anzubieten, unsere Preisliste anzupassen. Und Sie müssen natürlich informiert werden mit ein bisschen Vorlauf. Zum 27.07. wird ab dann die Kreditkarteneinzahlung 0,9% Entgelt von Ihrer Einzahlungssumme kosten. Immer noch günstiger im Vergleich zum Wettbewerb. Wir haben uns mal umgeschaut. Der günstigste, den wir sonst gefunden haben, nimmt 1%. Der teuerste nimmt 2%. Da sind wir mit 0,9% nicht ganz so schlecht. Aber es wird ab dem 27.07. Geld anfallen. Wenn Sie Skrill, in Deutschland nicht so bekannter Zahlungsdienst, aber einige nutzen es auch, nutzen möchten, würden da ab dem 27.07. 2% für die Einzahlung anfallen und 0,9% für eine Auszahlung. Aber das ist hier auch fett gedruckt, nochmals betont, die gängigste Ein- und Auszahlung bleibt weiterhin kostenfrei. Die gängigste Einzahlung, die die Kunden nutzen bei uns, ist die Banküberweisung. Also einfach per Banküberweisung eine Einzahlung machen. Alle Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Klassiker Banküberweisung, sehr gerne, aber die üblichen Banklaufzeiten bitte beachten. 1 bis 2 Werktage ist eine Banküberweisung immer unterwegs. Nicht nur bei uns, sondern auch generell bei Ihren sonstigen Überweisungen. Sie haben aber auch noch eine weitere Möglichkeit, und das ist der neue Liebling unserer Kunden, seitdem wir es anbieten. Das nennt sich Sofort. Sofort ist sehr vergleichbar mit PayPal. Ein innovativer Zahlungsdienst. Sie machen über Sofort, gestützt, TÜV zertifiziert übrigens, eine normale Online-Banking-Überweisung. Und darüber ausgeführt ist Ihre Online-Banking-Überweisung in der Regel minutenschnell verbucht. Das heißt, wenn Sie jetzt 19:28 via Sofort die Überweisung aufgeben, ist meistens 19:29 das Geld schon verfügbar und das bleibt weiterhin kostenfrei. Viele haben Kreditkarteneinzahlungen genutzt, weil auch das minutenschnell geht. Auch da in wenigen Minuten das Geld da. Wird dann aber Geld kosten demnächst. Sie können es weiterhin machen. Sie müssen bloß mit diesen Kosten halt rechnen. Alternative, Sofort, kostenfrei und ja, Banküberweisung, Online-Banking sollte jeder haben. Wenn Sie eine Kreditkarte haben, haben Sie auch irgendwo ein Girokonto. Also das ist die Alternative, wenn Sie die Gebühren sparen möchten, die ab dem 27.07. anfallen würden. Transparent, offen, nennen Sie irgendeinen Broker, vergleichen Sie dort. Wir haben verglichen, die wir angeschaut haben, nehmen zwischen 1 bis 2%. Wir hatten großen Vorteil bisher. Wir werden weiterhin günstiger sein als die Wettbewerber, aber es wird Geld anfallen. Und wichtig, kostenfreie Alternativen bleiben bestehen. Vielen Dank für diese Frage. Ein anderer Teilnehmer fragt oder merkt an, vielleicht kann der Stop-Loss nicht verschoben werden, weil Sie im Gap sind oder einen Mindestabstand einhalten müssen. Nette Idee, netter Gedanke, vieles ist möglich. Allerdings einen Mindestabstand haben wir ja bei Admiral Markets mit den Kontomodell Admiral Markets, unser Flaggschiff oder auch Admiral Prime nicht, auch nicht im DAX oder woanders. Das heißt, Sie können theoretisch einen Stop-Loss mit einem Punkt Abstand zum aktuellen Kurs ziehen. Nicht empfehlenswert vielleicht, wenn wir empfehlen dürften, aber Sie können es theoretisch machen. Also ich würde niemals in meinem persönlichen Trading Stop-Loss mit einem Punkt Spread oder einem Pip sagen, weil die normale Schwankung ist halt so gegeben, dass immer mal 1, 2, 3 Punkte es hoch und runter geht. Theoretisch können Sie aber machen, also es gibt keine Mindestabstände. Wichtiges Thema, große Wettbewerber, egal wie renommiert sie sind, haben auch im DAX oder woanders Mindestabstände. Einer, den ich im Kopf habe, der auch in Berlin sitzt, hat 5 Punkte. 5 Punkte ist vielleicht schon mal ein bisschen größer. Einige wollen vielleicht 3 oder 4 Punkte Abstand wählen. Gibt es bei uns nicht. Flagship-Account, Flaggschiff. Flaggschiff ist das größte und stärkste. Da gibt es natürlich diese ganzen Einschränkungen nicht. Also keine Barrieren. Alle EAs sind erlaubt, keine Mindestabstände.
Hedging ist erlaubt, positives Slippage wird weitergegeben, also eigentlich keine Barrieren, die es bei einem oder anderen Broker noch geben könnte. Daran könnte es nicht liegen. Vielen Dank für diese Frage, diese Anmerkung, aber das kann ich nur verneinen mit positiven eben genannten Erläuterungen. Wie funktioniert der Trailing Stop, fragt ein Teilnehmer. Trailing Stop ist der englische Begriff, der immer genutzt wird für einen mitziehenden, also Trailing Stop, ein mitziehender Stop-Loss. Angenommen als Beispiel, Sie sind jetzt hier im DAX und würden irgendwo hier einen Stop-Loss aufgeben wollen, aber wenn der Markt für Sie läuft, zum Beispiel Sie machen eine Long-Order und der Markt immer nach oben sich weiter positiv entwickelt, soll der Stop-Loss automatisch mitgezogen werden. Und wenn Sie das nicht manuell immer machen wollen, anpassen, können Sie einen Trailing Stop eingeben. Würde also immer automatisch nachgezogen werden über den Abstand, den Sie definieren, zum Beispiel 5 Punkte. Ist relativ nett. Das heißt, der Trailing Stop ist eine Automation, wenn der MetaTrader 4 online ist und verbunden ist, dass der Stop Loss immer attraktiver nachgezogen wird als der ursprüngliche Stop Loss. Wenn Sie es machen möchten, einfach mal im Demo-Modus 2, 3 Probetrades aufgeben und gucken Sie mal, ob das für Sie ein Thema ist. Relativ attraktiv, wenn Sie es machen möchten. Ist eine Geschmacksfrage. Einige wollen es immer manuell nachziehen. Andere wollen nicht ständig den Markt beobachten, wollen es halt automatisiert machen. 2 Trader, 3 Stile. Nichts anderes ist besser oder falsch. Einfach verschiedene Optionen und Sie können entscheiden, was Sie machen möchten. Dankeschön für diese Frage. Nächste Frage, was ist eigentlich Forex-Ball oder Forex-Ball, je nachdem, ob Sie es Deutsch oder Englisch ausdrücken möchten? Zu sehen unter Admiral Connect Autostatist. Vielen Dank für eine Antwort. Ja, wir sind ja ein globaler Broker. Admiral Markets ist in fast 40 Ländern aktiv, auch unter unterschiedlichen Jurisdiktionen, wie es, glaube ich, als Fachwort heißt. Also Deutschland unter Admiral Markets UK, aber es gibt natürlich auch für Australien PTI oder LTD. Das sind immer unterschiedliche Aufsetzungen. Und Forex-Ball, das ist ein Contest, ein Gewinnspiel, was auch in einigen Ländern aktiv ist. Wir in Deutschland bewerben es nicht oder machen kein Marketing darum. Sie können aber auch wenn es halt hier nicht beworben wird, daran teilnehmen. Ist ein Gewinnspiel. Sie können also mit Demokonten daran teilnehmen und sich mit anderen Tradern, die teilnehmen, messen. Wenn Sie da Lust zu haben, forexball.com, glaube ich, oder halt, wo Sie es gefunden haben, ja, einfach daran teilnehmen. Ist ein Gewinnspiel, kostenlos. Viele, viele weltweite Trader nehmen teil. Wir haben es im Jahr 2011 und 2012 auch mal in Deutschland aktiv beworben. Allerdings war halt Feedback, ganz offen gesagt, sehr, sehr bescheiden. Deswegen haben wir uns entschieden, es nicht mehr so aktiv teilzunehmen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Sachen. Und Sie werden es wissen, wenn Sie ein bisschen Werbung oder Vertrieb auch kennen. Man kann nicht alles, was man Tolles hat, bewerben oder nach vorne stellen. Da muss man sich einfach auf einige Dinge beschränken. Ansonsten ist es zu unübersichtlich. Das ist der Hintergrund, ganz offen gesprochen. Und da 2011 und 2012 Forex-Ball kaum in Deutschland angenommen wurde, haben wir es jetzt in Deutschland nicht mehr nach vorne gestellt. Aber global ein Gewinnspiel, ein Contest, wenn Sie mitmachen möchten, forexball.com und Sie sind gerne mit dabei. Dankeschön für diese Frage. Können Sie den Anwendungsunterschied zwischen Stop-Buy und Buy-Limit-Order erklären? Fragt ein nächster Teilnehmer. Ja, kann ich. Und da gehe ich auch immer gerne auf die Webseite zurück, weil da ist ein tolles Schaubild, was es schöner als 1000 Worte erklären kann. Wiederum der Hinweis, wenn Sie unsere Webseite mal überfliegen, werden Sie immer mal Bereiche finden, die auch für Sie relevant sind. Und diese Frage, die gestellt wurde, ist am schönsten unter dem Begriff Orderarten bei Wissen erklärt. Und das Schaubild schaue ich mir auch mindestens 2-mal im Monat an, weil schöner als dieses Schaubild kann man es nicht erklären. Das Grüne sagt immer, was der aktuelle Kurs ist. Und da sind die verschiedenen Orderarten erläutert. Also, Buy Stop ist eine selten gewählte Orderart, aber sie ist halt verfügbar an der Börse. Der Kurs ist aktuell hier. Sie glauben, wenn erstmal ein gesetztes, von Ihnen gesetztes Limit am Markt erreicht ist, wenn der Markt erstmal da ist, wird der Markt auch weiter steigen. Das heißt, Sie wollen erst hier einsteigen, vorher aber nicht. Das heißt, der Kurs ist hier und wenn er erstmal dieses Niveau erklommen ist, glauben Sie, er wird noch weiter klimmen. Das heißt, dann würden Sie hier einstellen. Bei Limit ist, wenn der Kurs aktuell hier ist und Sie glauben, der Markt wird steigen, aber Sie können noch attraktiver einsteigen als jetzt. Das heißt, Sie glauben, der Markt wird noch ein bisschen fallen und erst wenn er gefallen ist, dann sind Sie attraktiver für eine Long Order mit dabei und glauben, dass ab dann der Markt wieder steigen wird. Das andere beide, Sell Limit und Sell Stop, brauche ich nicht erklären.
das Schaubild ab und zu mal anschauen ist nicht verkehrt. Und ja, damit ist eigentlich fast alles gesagt. Mehr muss ich nicht sagen. Es hat halt mit ihrer Handelsstrategie zu tun. Bei Stop zum Beispiel wird extremst selten genutzt. Vielleicht aufgrund der Erläuterung eben klar. Aber es ist halt als Orderzusatz verfügbar. Wenn Sie es machen möchten, sehr gerne. Orderarten und alles weitere, was Sie haben möchten, hier noch gerne nochmal drüber fliegen. Ich liebe diese Vokabel, rüberfliegen. Und wenn wir was Schönes auf YouTube haben, ist dann auch ein Video erläutert, wo es dann auch nochmal live im MT4 zu finden ist. Ganz unten, wenn Sie ganz runterscrollen auf unserer Website, ist unser YouTube-Kanal auch verlinkt. Auch da, nicht nur über die Webseite, auch über den YouTube-Kanal mal rüberfliegen. Da finden Sie mittlerweile wahrscheinlich 300 Videos oder noch mehr von uns, auch unterteilt in sogenannten Playlists. Das heißt, wenn Sie mal gucken möchten, was Jochen Schmidt immer so Tipps und Tricks aus der Erfahrung eines langjährigen Daytraders mitgibt, schauen Sie mal hier vorbei. Das lohnt sich immer. Ganz, ganz viele, die live dabei sind und ganz, ganz viele, die halt die Videos sich nochmal anschauen. Und das ganze Tuning, was es so alles gibt, das ist halt in dieser Playlist hinterlegt. Also nicht verkehrt, auch da mal rüber zu fliegen, was es alles geben könnte. Da sind so viele Funktionen, zum Beispiel ganz freies Zeichnen im Chart oder Tick by Ticks über den MT4. Da einfach mal schauen. Ich muss nicht alles vorlesen. Dankeschön für diese Frage jedenfalls. Dann eine Frage, wie ich den Markt screenen kann. Gibt es da Tipps? Ja, habe ich schon in dem einen oder anderen Webinar, ich glaube zum Beispiel in diesem Guten Morgen DAX-Webinar, was wir jeden Montag und Mittwoch und Freitag um 8.30 Uhr haben, vorgestellt. Das wird als nächstes auf der deutschen Webseite kommen. Eben schon erwähnt, wir sind ein globaler Broker und viele Erneuerungen werden erstmal zu Beginn mit ein paar Verzögerungen dann auf der deutschen Webseite, auf der englischen Seite veröffentlicht. Ich hoffe, dass wir es diese Woche noch auf der deutschen Webseite bekommen. Auf der englischen habe ich es, glaube ich, im Webinar schon mal vorgestellt, ist die Heatmap. Ich habe es ja auch schon mal aufgerufen. Ja, Market Heatmap bedeutet nichts anderes wie ein Marktradar. Das heißt, Sie sehen auf einen Blick schnelles Screening von den Märkten, wo momentan sehr viel Bewegung in unseren Handelsinstrumenten sich befindet. Wir haben über 100 Instrumente, die kann man vielleicht schwerlich alle zeitsparend screenen. Deswegen ist der Marktradar, dieses Market Heatmap, neu dazugekommen. Jetzt schon für alle aufzurufen über admiralmarkets.com, der englischen Webseite, und hoffentlich auf der admiralmarkets.de, deutschen Webseite, im Laufe dieser Woche, je nachdem, wie schnell unser Online-Team immer mit der Umsetzung so ist. Was macht die Market Heatmap? Einfach Realtime über Admiral Markets Konto gesteuert, wo es am meisten Bewegung. Und heute ist am meisten FB für Facebook und auch der DAX ist wahrscheinlich dabei oder auch nicht. Nee, sogar gar nicht, weil es andere Werte gibt, die noch viel stärker im Plus sind. Aber die Bewegung, die Volatilität ist ja der größte Freund des aktiven Daytraders, weil Bewegung immer für einen attraktiven Markt spricht, wo momentan was los ist, wo ich vielleicht mal schauen könnte, ob auch da ich in den Markt einsteigen könnte, long oder short. Ja, also in diesem Bereich, diese Markt-Heatmap, kann man wahrscheinlich täglich einmal oder mehrmals kurz scannen, um einfach mal zu gucken, ob irgendwo interessante Märkte dabei sind. Erste Hauptübersicht, dann auch mal nach 24 Stunden oder seit gestern unterteilt, wenn Sie es nicht als Tabelle, sondern als Chart sehen möchten, auch hier zu finden und ganz runtergescrollt eine Tabelle, die Sie sogar nach Ihren eigenen Wünschen sortieren können. Zum Beispiel, wenn Sie auf die Überschrift klicken, sortiert nach den größten Gewinnern und Verlierern oder Tageshoch, Tagestief oder auch die Range, die Spanne, sehr, sehr attraktiv, um einfach mal in wenigen Minuten oder vielleicht einer halben Minute nur einmal am Tag, wenn Sie Trading möchten und halt einen interessanten Markt suchen, sich dazu informieren, was es denn alles Tolles gibt. Das, wie gesagt, noch auf der .com-Seite nur, aber Sie können auch die .com-Seite aufrufen und bald auf der admiralmarkets.de-Seite mit dabei. Und wir werden diese sogenannten Widgets, so wird das genannt, ausbauen. Die Bull- und Bear-Index oder Market-Sentiment, wo Sie sehen können, ob die Trader momentan eher auf der Long- oder auf der Short-Seite sind, ist in der Mache, wird im Laufe des Jahres hoffentlich kommen und vieles weitere mehr. Wir bleiben hier stehen. Auf dem Weg zum global besten Metatrader-Broker ist auch eines unserer Mottos oder Motti. Mit der Grammatik, da habe ich es nicht so. Sie wissen aber, was ich meine. Ja, und da wird Step by Step noch viel, viel mehr kommen. Dankeschön für diese Frage. F
Fortführung der Breakout-Frage. Ähnlich wären Stop-Loss-Marken unterhalb einer Trendlinie. Trailing-Stops wären nicht so elegant, da diese sich in den aktuellen Kurs ausrichten. Schön wäre, wenn unterhalb einer schrägen Linie, Trendlinie, die Stops wandern und diese Linie sich auch manuell anpassen lassen würde. Ja, die Frage ist schon ein bisschen komplexer, muss jetzt auch erstmal mir ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Alles, was man sich nur wünschen könnte in der Trading-Welt, ist vielleicht nicht möglich. Und wenn ich die Frage richtig verstehe, so alles 100% ist nicht möglich, aber vielleicht noch ein anderer Tipp in dem Zusammenhang. Auch eine Sache, die, glaube ich, weltweit einmalig ist. Wir haben jedenfalls keinen anderen MT4-Broker gefunden, der das so kann. Ich mache mal wieder eine Order auf. 5 Kontrakte, Stop-Loss, 30 Punkte, warum denn nicht? Mache also nochmal eine neue Beispielorder für Sie. Nee, falsch. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Ich muss jetzt aber nochmal überlegen. Aber ich kann einfach nochmal eine weitere Order aufgeben. Dabei drücke ich auf meiner Tastatur die Alt-Taste. Na? Gerade will das nicht. Habe ich es ausgeschaltet? Das muss ich selber mal ganz kurz gucken. Das sollte soweit passen. Wahrscheinlich schon zu lange her, dass ich es gemacht habe. Jetzt muss ich selber ganz im Live-Webinar überlegen, wo meine kleine Fehlerquelle ist. Wir haben eigentlich eine Funktion, wo Sie auch eine Trendlinie einzeichnen können. Und diese Trendlinie, eine diagonale Trendlinie als Stop vergeben können. Und diese diagonale Trendlinie läuft ja zum Beispiel mit Ihrem Trend. Und gerade stehe ich auf dem Schlauch, weil ich schon so lange nicht gemacht habe im Live-Webinar, wie denn die Funktion nochmal aufzurufen ist. Der MT4 hat so viele Möglichkeiten und das Tuning, dass manchmal selbst jemand, der es jeden Tag 8 Stunden macht, irgendwie nochmal überlegen muss, wo es geht. Und ich glaube, gerade während ich gesprochen habe, ist es mir eingefallen. Ich muss die Trendlinie natürlich erstmal machen. Also, ich muss hier anklicken, dass ich eine Linie einzeichnen möchte und dann die Alt-Taste drücken. Genau. Ich habe irgendwie gerade auf dem Schlauch gestanden. Das passiert manchmal. Live ist live, wie man so schön sagt. Und jetzt habe ich so viele Trades aufgemacht, dass ich es nochmal ganz schön und sauber haben möchte. Das heißt, die ganzen Trades, die ich gemacht habe, schließe ich nochmal und mache es nochmal von vorne. Sorry, irgendwie stand ich gerade auf dem Schlauch. Also nochmal, weil es so schön war. Wir haben die Möglichkeit, dass Sie hier über die Funktion eine diagonale Trendlinie eingeben. Und wenn Sie eine Order aufgegeben haben, zeichnen Sie die Trendlinie ein, drücken dabei Alt-Taste auf Ihrer Tastatur und dann bekommen Sie dieses Pop-up-Fenster und können sagen, was denn diese Trendlinie sein soll. Zum Beispiel Stop-Loss. Und dann ist, solange wie der Trend für Sie da läuft, die Stop-Loss-Linie oder diese diagonale Linie Ihr Stop-Loss, der nachgezogen wird, solange bis die Trendlinie gebrochen wird. Sehr, sehr nett. Sollte bei keinem anderen Broker soweit möglich sein. Nur bei uns. Und das ist eine Möglichkeit, die Sie aufgeben können. Also, ich mache es nochmal neu. Alt-GR. Vorher muss natürlich eine Order da sein. Eine Linie zeichnen. Und Sie legen fest, was denn diese Linie sein soll. Zum Beispiel Stop-Loss. Alles ist leider nicht möglich.
Ich hoffe, vielleicht ist das eine tolle Alternative, die vielleicht 90, 95% Ihrer Wünsche ermöglicht, aber irgendwie, weiß ich nicht, sorry nochmal, dass es jetzt ein bisschen holprig war. Es gibt einfach Millionen von Funktionen. Ich habe es zu lange nicht gemacht, deswegen stand ich eben auf Schlauch. Also SDRG. Und am besten, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, gebe ich Ihnen nochmals schwarz auf weiß zum Nachlesen, wie es denn funktioniert. Wir haben nämlich ein Handbuch in deutscher Sprache. Und ich glaube, wir haben die Funktion da auch nochmal zum Nachlesen aufgeführt, wenn ich es mich nicht täusche. Gucken wir nochmal. Nee, dort nicht aufgeführt. Viele, viele weitere Sachen sind aufgeführt, das nicht. Ich schaue nochmal, ob wir es anderswo auf der Webseite haben, wie ich eigentlich sagen würde. Ich muss jetzt aber selber nochmal überlegen. Kann sein, dass wir es in dem Video hinterlegt haben oder ansonsten nur in der News. Auf jeden Fall ist es hinterlegt. Wir haben ja zu dem ersten offene Sprechstunden-Webinar festgelegt, wenn es mal eine Frage gibt, die ich nicht live beantworten kann. Und da bin ich auch nur Mensch. Niemand auf der Welt wird alle Möglichkeiten in der MT4 oder die Trading-Welt nur sagt, sofort wie aus der Pistole geschossen sagen können. Ich werde nochmal genauer nachschauen und auf Facebook es dann morgen früh posten. Selbst wenn Sie nicht bei Facebook aktiv sind, Sie können direkt verlinkt von unserer Webseite unsere Facebook-Seite aufrufen und morgen Vormittag, wenn Sie da nochmal eine ausführliche Antwort bekommen, wie es aufzugeben ist, beziehungsweise wo es auf der Webseite hinterlegt ist, das jetzt zum ersten Mal. Bisher, die letzten 4, 5 Webinare konnten wir alles direkt beantworten. Heute machen wir es mal so. Ich gucke nochmal genau nach, wo wir es schriftlich fixiert haben und Sie werden dann morgen auf Facebook das nochmal bekommen. Vielen Dank dafür. Irgendwo ist es hinterlegt, aber ich muss noch mal suchen, wo es genau ist. Ich habe es notiert auf Facebook morgen ein bisschen mehr dazu. Nächste Frage eines anderen Teilnehmers. Eine Frage zu Gaps. Angenommen, durch ein Gap werden sowohl Sell Stop, Buy Stop als auch Take Profit übersprungen. Wird dann die Order noch eröffnet und sofort wieder geschlossen? Kann theoretisch passieren. Ist dann aber schon wirklich ein Extremszenario und kommt wahrscheinlich zweimal im Jahr vor. Wenn sowas mal passiert, kontaktieren Sie mal den Kundenservice und ich denke mal, da werden wir aus Kulanz eine einvernehmliche Lösung finden können. Aber bei Gaps, wenn so starkes Szenario, so ein außergewöhnliches Szenario vorkommt, kann es theoretisch passieren. Das ist aber wirklich sehr, sehr hypothetisch jetzt gesprochen. Wenn sowas passiert, wäre immer mein Tipp, Kundenservice mal kontaktieren und wir werden eine Lösung finden. Aber ja, nichts, was es nicht vorkommt. Deswegen sagt man ja Black Swan, alles kann theoretisch vorkommen. Selbst unerwartete Ereignisse, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sowas in den letzten Monaten wirklich mal vorgekommen ist, aber nichts, was es nicht gäbe. Theoretisch kann es passieren. Weitere Frage zu Take Profit und Gap. Zu welchem Kurs wird der Take Profit ausgelöst? Wie Stop Loss zum nächsten verfügbaren Kurs? Ja, nochmal bei Gaps. Wenn der Markt gesprungen ist und Sie einen Take Profit oder einen Stop Loss haben, dann wird die Orderausführung zum nächsten verfügbaren Kurs passieren, also auch weiter weg als Ihr Limit. Das heißt, Sie können, wenn Sie einen Take Profit gesetzt haben, also eine Gewinnmitnahme, ist ja die deutsche Übersetzung für TP, Take Profit, auch attraktiver rauskommen als ursprünglich. Wenn da irgendwas schief gelaufen ist, kann alles mal vorkommen. Auch Brokersysteme haben vielleicht mal ein Problem oder sonstiges. Kommen Sie auf uns zu. Also wenn es konkrete Rückfragen da gab und Sie konkrete Order hatten. Generell ist es aber so, der nächste verfügbare Kurs bestimmt halt Ihre Order-Ausführung. Dankeschön für diese Frage auch. Welche Version braucht man Supreme, von dem Tuning für Stop-Loss mit Trendlinie? Woran sehe ich, welche Version ich habe? Mit jeder Version von MT4 Supreme können Sie es bekommen. Sie sehen nirgendwo, welche Version Sie haben. Im Zweifel können Sie jederzeit auch die aktuellste Version von der Webseite runterladen. Also ab und zu, vielleicht einmal im Halbjahr, gibt es eine neue Version, wo neue Funktionen dabei sind, die mit früheren Versionen nicht gehen, immer einfach neu runterladen, wenn Sie Supreme schon drauf haben. Das ist ja der andere Name für Tuning. Tuning für den MT4 oder Supreme, MT4 Supreme. Einfach neu runterladen und die bestehende Version wird halt drüber installiert.
Also das Neue wird drüber installiert über die bestehende Version. Einfach drüber installieren, es passiert gar nichts und dann haben Sie alle Funktionen, die auch neu dazugekommen sind, mit dabei. Aber es gibt keine Möglichkeit zu sehen, welche Version Sie aktuell haben. Trotzdem auch Dankeschön für diese Frage. Ja, es gab ganz, ganz viele Fragen. Wunderbar. Ich konnte fast alle beantworten, bis auf die eine. Da werde ich nochmal dann auf Facebook morgen nachlegen. Wir haben es 19.51 Uhr. Die Hauptfragen, die für alle ein Thema sind, wurden eigentlich beantwortet. Dann müssen wir nicht genau bis 20 Uhr machen. Wir hatten bis 20 Uhr Zeit, aber manchmal dauert es halt eine Stunde, manchmal 20 Minuten und heute halt die 50 Minuten. Vielen Dank dafür. Mal mehr, mal weniger Fragen. Wir zeichnen fast alle Webinare auf. Auch dieses, wenn Sie es nochmal anschauen möchten, auf unserem YouTube-Kanal mit einigen Stunden Verzögerung, schauen Sie es gerne nochmal an. YouTube, ganz, ganz viele Videos. Schauen Sie mal, was da noch alles relevant ist. Da sind auch ganz, ganz viele Fragen, die ich heute beantwortet habe, auch zu finden. Zum zweiten Mal nochmal mit anderen Worten so erläutert. Schauen Sie auch darüber mal nach oder empfehlen Sie es weiter. Alle Broker, so auch Admiral Markets, freuen sich über Empfehlungen. Das heißt, wenn Sie zufriedener Kunde sind, wenn Sie sagen, hey, die Webinare sind klasse, hey, die Schulungsvideos oder alles andere ist super, ich habe Freunde, Bekannte, die auch an der Börse unterwegs sind, empfehlen Sie uns gerne weiter, wir freuen uns sehr. Oder aber wenn Sie sagen, die Webinare sind klasse, das müssen alle erfahren, es gibt so viele Portale wie brokerbewertungen.de, wie brokerdeal.de, niemand hindert Sie daran, wenn Ihnen etwas gefällt, uns da zu empfehlen. Das können Sie auch anonym machen. Wir freuen uns, weil darüber auch noch andere von uns mitbekommen. Wir machen vieles für Sie, kostenfrei, wie Webinare, wie das YouTube, wie der Kundenservice. Wenn Sie also auch mal uns einen Gefallen tun möchten, empfehlen Sie uns weiter oder über diese Empfehlungsportale. Ich sage herzlichen Dank dafür. Und ja, wenn Sie sonst Fragen haben, nächsten Montag 19 Uhr neue Chance, wenn Sie so lange nicht warten können oder ein 1:1 kundenbezogenes, kontobezogenes Problem haben, der Kundenservice ist 9 bis 18 Uhr börsentäglich für Sie da. Vielen Dank für heute und ja, Webinar wird automatisch beendet. Machen Sie sich einen schönen Montagabend. Nächste Webinar Dienstag 15 Uhr. Alle Webinare, wenn Sie noch nicht dabei sind, über Wissen-Webinare. Das ist eigentlich das beliebteste Webinar, wenn es um Forex und CFDs, Live Trading und Markttechnik geht. Das nennt sich Live Trading und Markttechnik für DAX, DAO, Euro, Dollar und Co. mit unserem Daytrader Jochen Schmidt. Sind immer ganz, ganz viele live dabei und ganz, ganz viele schauen sich das YouTube-Video an. Wenn Sie noch nicht dabei waren, schauen Sie mal rein. Dienstags 15 Uhr bei geöffneten Märkten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Grüße aus Berlin. Auf bald. Ich grüße Sie.